Hallo meine lieben Freunde, heute möchte ich euch einiges über Tarotkarten und deren Bedeutung sagen. Wenn du mehr über deine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft wissen willst, dann können dir die Tarotkarten helfen und dir deine Fragen beantworten. Sie deuten deine Lebenssituation. Bestimmt hast du viele Fragen. Wohl am meisten über deine Gegenwart und Zukunft. Was ist eigentlich Tarot? Damit ist ein Kartendeck von insgesamt 78 Tarotkarten gemeint. Dieses Tarotkartendeck ist eingeteilt in die 22 großen Arkanas und die 56 kleinen Arkanen. Zum Verstehen: Arcana, Arcanum. Es kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Geheimnis. Genau das trifft auf Tarot zu. Schließlich sollen die Tarotkarten das Geheimnis deines Lebens lüften. In der großen Arkana sind die wichtigsten Karten, also Trumpfkarten, zu finden. Der Narr, der Magier, die Hohepriesterin. Die Herrscherin, der Herrscher, der Hierophant, die Liebenden, der Wagen, die Gerechtigkeit, der Eremit, das Rad des Schicksals, die Kraft, der Gehängte, der Tod, die Müßigkeit, der Teufel, der Turm, der Stern, der Mond, die Sonne, das Gericht und die Welt. Das sind die 22 Karten. Die kleine Arkana besteht aus 4 mal 14 Karten, also 56 Tarotkarten, die ich hier nicht einzeln auflisten kann. Es gibt beim Tarot verschiedene Legesysteme, wo die Karten verdeckt immer die gleichen Plätze belegen, die dabei bestimmten Bedeutungen haben. Das Legesystem richtet sich nach der Fragestellung. Mit der Konstellation der Tarotkarten, gleich welcher Variante, ist man immer auf der richtigen Seite. Das heißt, Tarot offenbart nicht nur deine Zukunft, sondern gleichzeitig eine Inspiration, die dein Leben sehr bereichern kann. Es ist völlig egal, um welches Problem es sich handelt. Tarot hat auf alles eine Antwort. Du hast ein Problem und möchtest wissen, wie es bei dir weitergeht? Ruf mich an, die Karten sagen es dir. Die Telefonnummer seht ihr unten eingeblendet. In lichtvoller Liebe, eure Deria.